Ich habe hier quasi den klassischen Fraunhofer-Weg beschritten und habe als Hiwi hier angefangen, während meines Studiums, dann an der Uni promoviert und bin sozusagen nach Abschluss meiner Promotion wieder ans IST zurückgewechselt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann eine Gruppenleitung übernommen im Bereich Atmosphärendruckplasmaverfahren und habe jetzt 12 Mitarbeitende, die ich einerseits technologisch voranbringe, genau im Bereich der Atmosphärendruckplasmaverfahren und anwendungsseitig auf das Thema Medizintechnik und pharmazeutische Systeme fokussiere. Ich arbeite gerne bei Fraunhofer, weil es immer wieder neue Themen gibt, denen man sich annehmen muss, weil ich viel mit Leuten zu tun habe, also auch anderen Leuten, anderen Disziplinen, insbesondere Themen aus dem Bereich Lebenswissenschaften, Gesundheit, Biologie, Pharmazie, alles, was dort angrenzt, interessiert mich. Also das, wenn es sozusagen den Menschen nutzt und wir die Technologien, die wir hier entwickeln, dort einsetzen können. Ich habe 2 kleine Kinder und bevor das erste Kind geboren wurde, haben wir uns zusammen überlegt, mein Mann und ich, dass wir beide uns die Betreuung der Kinder oder des Kindes gleichmäßig aufteilen wollen. Also wir haben uns abgesprochen, damit jeder auch in seinem Beruf sich weiterentwickeln kann. Wir haben außerdem das Glück, dass wir die Familie im Hintergrund haben, die auch einen Teil der Betreuung übernimmt und so sind wir gut aufgestellt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ein besonders aufregender Moment und auch klar auch ein schöner Moment war die Preisverleihung für den Preis Technik für den Menschen für das Projekt Plasma im Beutel, das wir gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und dem Städtischen Klinikum gewonnen haben. Und bei der Preisverleihung durfte ich halt vor dem ganzen Publikum erzählen, genau wie unsere Technik funktioniert und was wir damit erreichen wollen. Mein Rat wäre, traut euch etwas zu, von dem ihr zunächst vielleicht nicht glaubt, dass es genau geradlinig euer Weg ist, sondern schaut rechts und links und findet dadurch den Weg und die Themen, wo ihr wirklich mit Motivation und Herzblut bei der Sache seid.